Hallo, dir hat der Trailer gefallen und du hast den Bewerbungsprozess erfolgreich hinter dich gebracht und hast jetzt endlich Bock auf unserem Server zu joinen. Ich zeige euch, wie es geht. Wenn ihr das Bewerbungsvideo schon komplett abgearbeitet habt, seid ihr ja auch schon in der A-Community-Server-Gruppe. In dieser Gruppe findet ihr unglaublich wichtige Informationen zu dem Server, unter anderem aktuelle Serverwerte von unserem aktuellen Server. Hier seht ihr, welche Werte aktuell eingestellt sind. Und als zweite Info für euch und sehr, sehr wichtig auch, sind die aktuellen Server-Mods. Diese solltet ihr unbedingt vorab herunterladen, damit das Laden des Servers nicht allzu lang dauert. Die Mods können sich jedoch regelmäßig ändern, da wir in der Community abstimmen, welche Mods draufkommen, welche runterfliegen und auch du kannst sehr, sehr gerne einen Mod bei uns im Discord-Server vorschlagen. Die Community stimmt darüber ab und schon kommt er hier mit rein. Ihr habt alle Mods heruntergeladen, seid in der Whitelist eingetragen und habt endlich Bock, so richtig hart loszuzocken. Ist auch nicht schwer, ihr könnt relativ simpel auch in der ARK-Community-Server-Gruppe hier auf den ARK-Server-Link klicken. Wenn ihr da draufklickt, öffnet sich die Homepage von Nitrado und zwar direkt bei uns auf dem Server. Direkt hier oben findet ihr die Server-IP, mit der ihr euch natürlich auch bei uns verbinden könnt, aber die einfache Variante wäre, ihr klickt einfach hier auf Connect Steam. Und schon öffnet sich euer ARK vollautomatisch und ihr verbindet euch sofort mit unserem Server. Die zweite Variante auf unserem Server zu joinen ist ein bisschen komplizierter, sollte euch aber nicht hindern, auf unserem Server zu joinen. Ihr müsst einfach die Server-IP komplett kopieren mit strgc oder einfach Rechtsklick drauf und auf Kopieren klicken. Ist gar nicht so schwer und wenn ihr das habt, könnt ihr relativ schnell auf Steam wechseln, oben links auf Anzeige klicken, auf Server, dann öffnet sich ein neues Fenster, einmal auf Favoriten hier oben klicken und Server hinzufügen. Und hier steht auch schon, geben Sie die IP-Adresse des Servers ein, den Sie hinzufügen wollen, nehme ich mal schwer an, und einfach hier drin einfügen. Und schon könnt ihr drauf joinen. Habt ihr es nun endlich auf unseren Server geschafft, würde ich mich auf jeden Fall freuen, dich bei uns in der Base einmal kurz begrüßen zu dürfen und im Bier unten mal ein kühles Blondes zu zischen. Würde mich wahnsinnig freuen. Wie immer, liken, abonnieren und kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns, macht es gut und ciao.